Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jump World und heute in der Map Informatik, Klammer auf, eine wirklich interessante Map, die für mich gebaut wurde, mit einer der besten Bewertungen hat und mit dabei ist heute meine Freundin. Hallo! Hallo! Hi! Und ich muss dazu sagen, die Map ist nur, also die ersten 20 Minuten sind nicht blind. Wahrscheinlich werde ich jetzt keine 20 Minuten dafür brauchen, weil die Sprünge... Also, ich maul erst nachher. Erstmal, hey Skate, willkommen auf meiner Map. In dieser Welt wirst du in deinen Computer eintauchen. Und das ist natürlich obviously im Tron-Stil. Und mach dich auf den Weg nach Hause. Das ist der Plan. Also, wir starten hier oben und müssen jetzt erstmal runter in unser Haus. Und während die Map, wie wir gleich sehen würden, echt geil ist, sind die Sprünge teilweise richtig schmerzhaft. Ich möchte jetzt nicht sagen kacke, weil sie sind schon kreativ und alles, aber... schmerzhaft. Vor allem für jemanden wie mich, der quasi nie weiß, wo er hin muss, ist nachher eine Sequenz. Ich habe gerade ohne Witz 20 Minuten in der Aufnahme den scheiß Weg gesucht. Dann haben wir uns entschieden, jetzt ist es halt nicht mehr blind. Jetzt habt ihr quasi hier nicht in der Folge den Wow-Effekt. So, wow, wie cool ist das denn? Bla, bla, bla. Oder halt jedenfalls am Anfang noch nicht. Aber dafür habt ihr keinen Skate, der sich sehr darüber aufregt. Sag mal, bin ich eigentlich zu dumm dafür? Der sich sehr darüber aufregt, dass man Wege nicht richtig kennzeichnen kann. So, so viel dazu. Jetzt fangen wir hier offiziell richtig an. Ich könnte gerade echt nochmal den Timer neu starten. Das mache ich jetzt auch, wenn ich es gleich nicht schaffe. Slime Block Jump hier als allererstes und nicht der asozialste, werden wir gleich sehen. Aber dazu erst später. Die Map ist übrigens gebaut von Scriptim. Was sagst du zur Map? Ich finde die sehr kreativ und schön, aber die Sprünge sind echt heftig und der Weg war wirklich nicht zu erkennen in dem dritten Abschnitt ungefähr, ja. Also, ja. Da haben wir voll lang gesucht, das war voll übertrieben. Ja, wir werden es ja gleich sehen. So, erstmal Enderperle, zack, nach unten. Und hier ist jetzt das Haus, Home Sweet Home, 127.001, das ist der Port vom Localhost, also halt Heimat und so. Und das ist der PC. Und los, rein damit. Zack. Mir ist bewusst, dass es hier diverse Möglichkeiten gibt, abzukürzen. Ich habe das aus ästhetischen Gründen nicht gemacht. Bitte folge der orangenen Spur. Das ist diese hier. Zack. Und zack, erinnert hier ein bisschen so an Daten oder Lichtrenner oder was weiß ich was. Vielleicht dreidimensionaler Lichtrenner. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade irgendwie auf Stream-Ebene. Das ist auf jeden Fall Eingabestrom, Ausgabestrom und so weiter. Verschiedene Ströme im PC, Datenströme. Und das hat er hier versucht darzustellen. Und mit diesem wunderschönen orangenen Pain-Sprüngen. Und Pain sind nicht... umsonst sehr ähnliche Wörter. Wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen dazu sagen. Ich dachte, das schreibt man gleich. Nee, das eine schreibt man mit R-A-A-N-E, Pane, und das andere, dann geht's kürzlich ab. Also den Weg müssen wir jetzt nicht nochmal sehen. Ich war jetzt gerade hier. Das habe ich nämlich herausgefunden, schon bei der letzten. Natürlich kann man abkürzen und natürlich kürze ich auch ab. Wir haben gerade 20 Minuten an dieser Map gesessen. Jetzt kürze ich auch ab. Zack. So, nächster Checkpoint. Jetzt sind wir hier oben. Und das sind so Kopfanhaussprünge. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben, dass diese Map bloß nicht zu... Hey, das sind eklige Geräusche. Okay. Er hat sich richtig Mühe gegeben, dass diese Map bloß nicht zu einfach wird. Und ich mag sowas nicht. Ich mag's, wenn es total einfach ist. Nee, okay, die Skateboard-Map fand ich auch cool, weil sie meine... Also Herausforderung mag schon sein, aber bitte nicht zu viel. Genau. Den Sprung habe ich beim ersten Durchgang auf den ersten Versuch geschafft. Und beim zweiten Durchgang geht es natürlich nicht mehr. Och, komm schon. Puh, ruhig bleiben. Also meine Freundin hat mich vorhin schon gelobt, wie gut ich es schaffe. So ruhig zu bleiben, aber er hat halt nicht mehr so viel Nerven. Ja, ich bin halt gerade schon 20 Minuten lang abgefuckt worden. Und es ist gerade nicht so einfach, sich nicht auf... Ich habe die Leertaste gedrückt, Mann. Was ist denn das? Das ist gerade ein bisschen... schwäsig. Ich bring diese scheiß Leertaste um. Ich brauche eine neue. So, das haben wir geschafft. Was ist da los? Jetzt muss ich sogar schon früher auf die... Ich habe auf die Willst du mich eigentlich verarschen? Hängt hier irgendwas hinterher oder was? Ich drücke auf die Leertaste wie immer sonst auch und komme nicht mehr rüber. So, jetzt. Das ist nochmal der Assi-Sprung. Der ist echt nicht toll. So. Och, ein Glück hast du ihn geschafft. Hier übrigens habe ich das letzte Mal auch einen Easter Egg entdeckt. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Nein, hier ist kein Easter Egg. Beim ersten Durchgang habe ich gelacht, aber dann ist mir bewusst geworden, wie abfuckt die Map ist. Und deswegen ist das der zweite. Haben wir das schon gesagt? Ich glaube, das haben wir schon gesagt, ne? Bäh. Ja, mir tut es auch für den Map-Ersteller ein bisschen leid,
weil es am Anfang so cool war und dann wird es so schwer. Wetten, das wird jetzt gleich noch schwerer. Wir müssen noch einen dritten Anlauf machen, wo wir davon reden, dass wir schon mal zwei Anläufe hatten und es in beiden nicht geschafft haben. Irgendwas steht in meiner Leertaste nicht. Ernsthaft, das kann nicht mehr sein. Ich drücke jedes Mal genau im richtigen Moment die Leertaste und ich fliege einfach runter. Keine Ahnung, was daran liegt. So, auf in den Wald. Zack, drin. Okay, Bäume. Ich hoffe, du verstehst. Das habe ich auch schon beim ersten Durchlauf gerade nicht verstanden. Also, keine Ahnung, was du mir sagen wolltest. Wettervorhersage für morgen, Caps Lock, Shift ohne Ende. Den kann euch inzwischen meine Freundin auch erklären. Im ersten Durchlauf hat sie es nämlich nicht geblickt. Hallo, du hast mir nicht gar nicht richtig erklärt. Du hast mir nur gesagt, was Caps Lock ist und das sind die großen Buchstaben. Nö, falsch. Hä? Caps Lock ist nur, ja, okay, ja, okay, ja, lassen wir mit viel Liebe noch durchgehen. Hä, ich hab das gemeint, okay. Dass nur mit großen Sachen geschrieben wird. Was hat das mit der Wettervorhersage zu tun? Schiffen. Es regnet. Wow, wow. Okay, freu dich auf eine kleine Pause mit Binärzahlen-Quiz. Das fand ich schon beim ersten cool. Dezimal ist 12, 8 plus 4 ist das hier. Zack, zack. Der 1-0 People Hour, bla bla bla. Das ist übrigens binär eine 2, deswegen ist das lustig. Dezimal 33. Was hatte ich gesagt? Links. Ganz, ja, genau. Das war 32 mal 1 plus 1 mal 1. Und da kann man sich angucken, wie Binärzahlen funktionieren. Aber das lassen wir mal beiseite. Das wurde uns nämlich schon im Internet erklärt. Das sind nämlich, glaube ich, auch die Worte, die ich das letzte Mal gesagt habe, als ich hier so weit war. Und zwar, ist das ein bisschen so wie Internet, was ja hier bestbewerteste Map of overall planet oder was weiß ich was. Aber Gott sei Dank auch was Eigenes, weil ich glaube, die Map ist auch älter als Internet. Wie zieht Skate seine Freundin aus? Get string from object. Auch diesen Witz kannst du uns inzwischen erklären. Ja, keine Ahnung. String. Hier ist das Mikrofon übrigens. Ja, String wegen Tanga, was weiß ich. Genau, String ist nicht nur eine Zeichenkette, ein Faden, sondern auch ein Unterwäsche, treffen sich zwei Pointer. Hey, hör auf mich zu zeigen. Kannst du den auch erklären? Nein, den check ich nicht. Okay, musst du auch nicht. Finde ich jetzt auch tatsächlich irgendwie relativ unspektakulär. Ausrufezeichen, was bedeutet das? Ausrufezeichen Scheiße bedeutet? Was weiß ich, du tust da mit irgendwelchen, was auch immer begriffen. Okay, Ausrufezeichen ist die Negation. Immer wenn jemand auf eigene Dateien klickt, fällt irgendwo ein NSA-Arbeiter lachend vom Stuhl. Und das bedeutet? Es ist nicht witzig, wenn man Witze erklärt, okay? Okay, ich versuche dir halt zu erklären, okay. Aber ich will nicht zu fies sein, die NSA kümmert sich wenigstens um uns oder interessiert sich für uns. Jetzt sind wir auf dem Motherboard. Vorhin habe ich schon gesagt, hier ist, fehlt der RAM noch. Ansonsten finde ich das echt hübsch gebaut. Immer noch kein Lüfter. Ja, Lüfter haben wir sicher auch und Stuff und sowieso. Was ist denn hier Prozess? Ich versuche gerade zu verstehen, was hier wo ist. Das ist echt komisch in Minecraft, das so zu sehen. Ach, die BIOS-Batterie, hallo. Da stand oben was. Guck mal. Southbridge, IDE-Steckplätze. Voll cool. Ja, jetzt haben wir es gesehen. Davor haben wir es nicht gesehen. Chuck Norris drückt Steuerung Alt entfernen mit einem Finger. Das geht garantiert auch, wenn man nicht Chuck Norris ist. Und das hier habe ich mir vorhin auch schon erklärt. Ein Informatiker wird Vater, man fragt ein Junge oder Mädchen, er antwortet richtig, weil das ist Boolsche Algebra oder ist kein exklusives oder. So, und jetzt sind wir bei dem Raum, wegen dem wir diese Folge neu aufgenommen haben. Ja, der Virus sieht zwar mega kawaii aus, aber der Weg, den haben wir mega lang nicht gecheckt, wo man lang muss, echt. Ja, weil hier sieht man irgendwie schon so ein bisschen bla, C-Sharp, den kennen wir schon aus dem Stream. Ja, und der Weg übrigens, für alle, die es jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen haben, so wie ich, der ist hier hinten im Eck, hier fängt er nämlich an. Habt ihr nicht gesehen? Ich auch nicht. Und zwar 20 Minuten lang nicht. Okay, sind wir fair, 15 Minuten lang nicht. Nee, also wir müssen jetzt hier hinten und jetzt ist es übrigens wieder blind. Das heißt, solltet ihr bis jetzt gedacht haben, voll kacke, wer kennt die Map ja schon. Ab jetzt seht ihr mich wieder live beim Failen, ohne dass ich irgendeinen Ansatzpunkt habe, wie man mich hier rausholt. Alles klar? Super. Nein. Willst du mal spielen? Nein. Okay. Ja, hier kann man übrigens abkürzen. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, dass man hier durchsprintet, weil da links ist nämlich auch nochmal so eine Pain. Ja, man kann abkürzen. Also, ich habe es irgendwie in meiner letzten Aufnahme nie nicht geschafft, so, aber jetzt fail ich ein bisschen. Das ist übrigens auch eine Stelle, an der ich dann locker nochmal 5 Minuten verbraten habe. Und zwar muss man jetzt auf die drauf. Und ich habe das die ganze Zeit von hier oben versucht. Ja, und da war immer dieser Klotz im Weg. War der im Weg und ich habe es einfach nicht geblickt. Ah, man kann hier einfach runtergehen. Aber müder, fertiger Skate checkt das natürlich nicht. Oh nein, er ist hungrig. Wir holen nachher Pizza, okay? Okay, Pizza für den Informatiker.
Kennt ihr das? Ach, egal. Kann ich hier runter? Ja. Auch eine Sache, die ich... Also, so weit bin ich tatsächlich noch nie gekommen. Aber herzlichen jetzt, Glückwunsch! Ja, yeah, woo! Jetzt wird's doch langsam gehen, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warte, du musst da links. Ja, da auf den Block. Ich glaube auch, dass ich da hoch muss. Das sah schwer aus. War tatsächlich einer der einfachsten Sprünge bis jetzt. Ha! Ehrlich? Ja. Ich hätte gern bald mal wieder einen Checkpoint. Why do Java programmers wear glasses? Because they can't see sharp. Also die Originalversion wird mit don't gesagt. Ich finde es mit can't irgendwie cooler, weil das noch so eine kleine Beleidigung ist dafür, dass C-Sharp weiterentwickelt ist als Java. Aber das ist irgendwie, das ist ein bisschen zu deep. So, nächster Checkpoint. Endlich, jetzt checke ich ihn auch. Das ist ja voll der dumme Witz. Oh ja. Mann! Ja. Mann, ist das dumm! Oh Mann, ehrlich. Meine Freundin versteht Informatiker-Witze. Yeah. Wow, das kann ja sogar ich verstehen. Das ist toll. Was muss jetzt, warum habe ich jetzt gerade Jump Boost? Oh nein. Habe ich jetzt? Nein, den habe ich wieder wegbekommen. Brauche ich hier überhaupt Jump Boost? Ist die andere Frage. Wahrscheinlich brauche ich Jump Boost, ne? Jetzt müssen wir es eigentlich nur schaffen, darüber zu kommen. Offensichtlich müssen wir hier rein. Geht auch so. Und jetzt? Wow, keine Ahnung. Keine Ahnung, echt. Ja, ich meine, was ist denn da? Es ist nur Jump Boost 1. Also kommt man nicht auf diesen Klotz da in der Mitte, rechts, dieser blaue. Das ist voll weit weg, oder? Ja. Also das Einzige, was mir gerade einfällt, ist das hier. Ah, es ist ein heftiger Jump Boost. Das ist gut zu wissen. Ja, aber es ist ein heftiger Jump Boost. Das heißt, wir können jetzt einfach, glaube ich, abkürzen. Immerhin. Also der Jump Boost, der, ich wäre jetzt irgendwie da oben rumgesprungen oder so, aber was ist denn das da hinten? Wo ist der Weg? Da kamen wir her. Stimmt, da müssen wir hin. Da kamen wir her, oder? Nee. Nee, das passt. Zack, alles klar. Effekt ist immer noch da. Warum sind Java-Programmierer bei Frauen beliebt? Weil sie Klasse haben. Ich bin bei dir auch beliebt, ne? Du hast keine Klasse. Was? Ich habe keine Klasse? Manu. Hier sieht man jetzt nochmal das ganze Ding, was wir... Sind wir schon fertig? Ich glaube das nicht. Das war das Ende, aber ich glaube das nicht. Ali, sag was. Ich glaube es auf jeden Fall, weil die Map war ziemlich lang, fand ich. Ja, also wenn man sie nicht großteils schon mal gespielt hat, dann ist sie hart gewesen. Zack. Ich hoffe, dass dir die Map gefallen hat. Kreativität auf jeden Fall, Optik auch, Sprünge nicht. Immerhin hast du noch ein Okay gegeben. Also, so wie du dich aufgeregt hast, das wäre... Ja, aber wir haben die Map übrigens doppelt so schnell durchgespielt, wie der normale Durchschnitt. Nein, warte, was steht da noch? Was? Ich hoffe, dir hat die Map gefallen, aber zu schätzen, für dich und alle anderen gebaut. Ja, okay. Also sie war auf jeden Fall großartig. Das muss man mal so sagen. War eine der bestbewertetsten Maps überhaupt. Fischen verboten, auch ein sehr schönes. Vor allem die Wortwitze. Wirklich, ich mag flache Witze, erst recht, wenn sie flach und informatikerhaft sind. Aber der letzte Raum, also es hat halt nicht den Eindruck gemacht, als wäre hier schon Ende. Weißt du? Sondern ich dachte irgendwie, das wäre jetzt der erste Teil erst gewesen. Einfach war das nicht. Ich finde, okay, vielleicht hätte ich doch Guts geben sollen. Nee, wir sitzen jetzt seit 40 Minuten an dieser Map. Okay, ist, glaube ich, gerechtfertigt. Also... Ach, ich gebe gut, komm. Es gefällt, also sehr gut auf jeden Fall nicht, aber gut ist okay. Jetzt warte mal, aber wie hat er das eigentlich gemacht? Diese ganzen Steine, sind die alle einzelnen Das Dinge ist alles von Hand gesetzt tatsächlich. Das ist mega Arbeit. Wow. Also auch, wenn man hier immer noch mal ein bisschen zurückfliegt. Ich gebe nochmal extra Daumen hoch für diesen süßen Virus. Der ist echt kawaii. Ja, also es ist auf jeden Fall viel Liebe ins Detail. Da steckt auf jeden Fall was dahinter. Alles custom gebaut. Der Virus und alles. Wirklich sehr, sehr geile Map. Muss man einfach mal so sagen. Aber das... Hier war halt wirklich... Ich bin hier drauf gesprungen. Hier war ich. Und ich habe alles ausprobiert. Ob ich irgendwie hier drauf komme. Ob irgendwo eine Leiter ist. Ob ich irgendwo sonst mich an der Seite... Hier war kein einziges Schild. Ich habe einfach nichts gesehen. Wahrscheinlich lag es wie immer an mir. Aber ich habe es einfach... Nee, jetzt guck mal, wenn man mal nachdenkt. Man sieht doch eigentlich, diese roten leuchtenden Teile sind der Weg und... Da unten fängt es an. Klar, ist irgendwie schwierig, weil das da voll in der Ecke versteckt ist, aber man kann sich es eigentlich schon denken. Jetzt, wo man es weiß, ist irgendwie... Ja, jetzt, wo man es weiß. Ja. Aber wir haben uns zwar wirklich dumm und dämlich gesucht hieran. Also, das ist ja irgendwie... Deswegen sollte man vielleicht die Map, bevor man sie freigibt, noch jemand anderen spielen lassen, weil man selber findet es bestimmt unlogisch oder bemerkt gar nicht, dass man den Weg gar nicht finden kann. Ja, und ich freue mich auch schon wieder auf die Kommentare. Skate, du bist einfach nur hohl.
Aber Leute, wie immer, zugucken und eine große Fresse haben ist viel einfacher als spielen und nebenher labern. Ja, ist nicht hohl, okay? Ist nicht hohl, ja, auf mich zum Mobben, okay. Nee, also das war's mit dieser Map. Ihr habt gesehen, es gibt großartige Maps, die hier für mich gebaut werden. Danke an den Map-Ersteller Scriptum, der Name ist Programm, würde ich mal sagen. Sehr, sehr geile Map, hat mir gut gefallen, auch wenn die Sprünge ein bisschen schwer waren. Teilweise. Eigentlich waren sie jetzt gar nicht im zweiten Durchlauf schwer, aber im ersten habe ich mich einfach furchtbar dumm eingestellt. Ja, gut. Und das war's dazu. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Danke an meine Freundin fürs Dabeisein. Bitte. Bitte. Ihren Link zu ihrem Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung. Oh nee. Oh nee. Und wir sehen uns die Tage wieder mit den nächsten besten Maps. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Voll im Chor. Gleich. Tschüss.